Ihr könnt auf jeden Fall alle einmal, wenn ihr Ehrenmänner seid, dann könnt ihr alle einmal meinen Stream-Highlights-Kanal jetzt abonnieren. Wer es nicht macht, dem rutscht heute sein Ärmel beim Händewischen runter. Oder der denkt, er hat kaltes Wasser an und dann ist warmes Wasser an. Und das bei der Hitze, das tut auf jeden Fall nicht gut. Karriere oder Familienmensch, beides, Digga. Muss beides sein. Ich liebe meine Oma, meinen Opa. Ich liebe meine Eltern. Ich liebe meine Schwester, Digga. Ich sehe die leider zu wenig, weil ich halt wirklich viel für YouTube mache. Viele unterschätzen dieses YouTube-Game. Aber leider sehe ich meine Mutter viel zu selten, Mann. Meine Oma, Opa versuche ich schon oft zu besuchen, so. Meine Mutter auch, aber sehr schwierig manchmal. Sehr schwierig. Ich muss dafür mir mehr Zeit nehmen in der nächsten Zeit. Pizza mit oder ohne Ananas? Also Ananas auf Pizza, ne? Bah! Junge, ich könnte euch in die Fresse hauen direkt, Alter. Wenn ich das schon sehe, Ananas auf Pizza. Das ist wie... Nee, Digga. Nee, das ist... Macht man nicht. Macht man einfach nicht. Ananas gehört nicht auf Pizza, Leute. Versteht das bitte. Ananas gehört nicht auf Pizza, bitte. Du kannst dir direkt Nutella auf deine Pizza schmieren. Ist dasselbe. Hört auf, Ananas auf Pizza zu essen. Hört auf damit. Ich habe einen Kollegen, Digga. Jedes Mal, wenn wir Pizza bestellen, ich habe keinen Hunger so, ich sag, lass teilen. Ja, Bro, aber ich bestell Ananas. Bitte was? Ananas. Jedes Mal bestellt er sich eine Ananas-Pizza. Und ich bin jedes Mal darauf erneut sauer. Ich bin sauer, 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 weil ich mich nicht verstehe bis heute nicht, wie kann man diese Ananas-Konsistenz auf Pizza, das ist... Diese Pizza wird so wabbelig und so. Hört mal auf. Pizza Sucuk, fühle ich schon mehr. Also ich sage euch jetzt meine Pizza. Ja, wenn ich mir irgend... Wenn Geld egal wäre... Komm, ich sage euch jetzt meine Pizza, wenn Geld egal wäre. Wenn Geld egal wäre, was wäre meine Pizza? Oder sagen wir einfach jetzt, Stand jetzt, worauf ich jetzt gerade Bock hätte, wenn ich mir jetzt eine Pizza bestellen würde. Also, Pizza Margarita, zack. Eine große, eine Familienpizza, Digga. So eine richtig wilde, damit ich morgen früh noch oder morgen Mittag nochmal essen kann. So, ich esse nicht auf und esse nochmal kalt. So ein Typ bin ich. Ich weiß, ja, ist egal. Lass es wieder stehen. Riesenpizza. Wir nehmen Zwiebeln. Rote Zwiebeln, weiße Zwiebeln, mir scheißegal. Zwiebeln gehören für mich auf Pizza rauf. Geil. Mais, wichtig. Boah, mein Mund. Ey, sorry, wenn ihr jetzt Hunger kriegt. Zwiebeln, Mais, Pflicht. So, was würde ich mir jetzt noch aufklatschen? Dann würde ich mir auf jeden Fall Chicken... wenn ich gerade Bock hätte auf Chicken oder so, würde ich mir auf jeden Fall Chicken raufklatschen. Hähnchen, irgendwie so frittiertes Hähnchen oder halt Hähnchenbrust oder so. Wenn ich gerade Bock drauf hätte, hätte ich jetzt gerade mega Bock drauf. So frittiertes Hähnchen wäre jetzt nice. Boah. Dann, was würde ich noch raufklatschen? Ich habe jetzt Pizza, Zwiebeln, Mais, Hähnchen. Jetzt brauche ich noch so Dings. Sowas. Ich brauche und muss das sehen, Mann. Oder Sucuk wäre auch krass jetzt. Aber was ihr nicht vergessen dürft, Leute... Was ihr nicht vergessen dürft, ist einen Pizza-Dip zu bestellen. Knoblauch-Dip zu bestellen. Boah, und dann diese Pizza da so reindippen. Oh, crazy. Thunfisch habe ich lange nicht gegessen. Also Thunfisch habe ich... Ja. Also ich kann euch einmal meine Pizza zeigen, wo ich gestern beim Italiener war. Gestern habe ich mir so eine Pizza... Boah, die war auch so geil, ne? Gestern habe ich mir eine Pizza gegönnt. Die war so crazy. Ah, seht ihr meine Instagram-Story. Guckt einfach meine Instagram-Story an. Da seht ihr meine Pizza, die ich gestern gegessen habe. Ich habe so eine Barbecue-Chicken-Pizza gegessen. Barbecue-Chicken war sehr geil. Ich habe gerade locker irgendwelche Sachen vergessen. Ich muss das sehen. Wenn ich so diese Übersicht habe, was ich mir bestellen kann, dann kann ich euch genau sagen, was man drauf machen muss, damit das die geilste Pizza wird. Mc's oder Burger King? Da werde ich jetzt den einen oder anderen bestimmt von euch enttäuschen. Also... Ich will jetzt ja keine Werbung machen, ne? Mc's oder BK, Jungs? Das interessiert mich gerade echt auch. Mc's oder BK? BK, Mc's, BK, BK, Mc's, BK, BK. Oh, KFC. Der hat das Prinzip nicht verstanden, der loste Typ. Mc's. Ich muss euch sagen, Leute, ich werde jetzt viel enttäuschen, das habe ich eben schon angesagt. Ich bin auf der Mc's-Seite. Es gibt für mich nichts Geileres, Digga, als ein Doppelpack-Menü. Einfach entweder zwei Big Macs. Bruder, Big Mac ist der geilste Burger für mich von diesen Fastfood-Ketten. Big Mac, Bruder, du beißt da rein. Boah. Dann so Pommes. Oder Doppelpack-Menü, ein Big Mac oder, und dann Chicken McNuggets. Oder Big Mac und Hamburger Royal TS.
Ey, das ist krass, Digga. Big Mac ist einfach so crazy, da kommt BK bei mir nicht dran. Sorry. Aber ich finde, ich weiß, was viele an BK fühlen, aber für mich, Big Mac ist Liebe. Wenn man mal zu Mc's geht, so wenn man, ihr kennt das, es ist nachts, 3 Uhr morgens, man ist gerade zu Hause, man hat dick Hunger, nichts hat mehr offen, außer 24-7 Mc's. Dann fährt man zu Mc's McDrive, macht sich erstmal die Felge kaputt, halbe Felge Schrott, aber es ist scheißegal, weil man hat ein Doppelpack-Menü und beißt gleich in sein Big Mac rein. Und man denkt sich nur, lieber Gott, danke, dass es Mc's gibt. Und dann denkt man sich am nächsten Tag, ah, war doch nicht so geil, Digga, hätte ich mal lieber was Vernünftiges gegessen. Mag Mc's mehr, aber Whopper ist Beste. Ja, ich weiß nicht, also, es gibt auch geile Sachen bei BK. Ich sag's ja nicht so, ich sag ja nicht, BK ist Kacke, aber ihr wisst, was ich meine. Big Mac, bann den weg. Ist so, Jungs, ist so. Mit oder ohne Gummi? Bro, man nennt mich nicht umsonst Gummi Wakes. Also, alles außer Freundin, Gummi Wakes, Digga. Wenn ihr Freundin länger kennt, wenn ihr wisst, sauber, die ist das, Pille, die ist das, dann kann man auch den Gummi Wakes verschwinden lassen. Aber sonst, Gummi Wakes, sein Urgroßvater, vertraut mir, sogar diese vierfach Gummi Wakes. Diese sicher, falls einer reißt, da sind noch 3 andere drauf, so mäßig. Nein, Spaß, doch, aber ich bin ehrlich, ich hab Paranoia, ne? Man weiß nie, Frauen sind schlimm. No front jetzt an alle Frauen, aber es gibt Frauen, die sind schlimm, die wollen dir Kind andrehen und so. Die wissen, du bist YouTuber, du machst Cash, die wollen dir Kind andrehen und so. Pass auf. Und dann noch Krankheiten und so. Außer bei Schwester von Zuschauer, da auch ohne, ne, Ropes, da war auch mit. Da war auch wieder Gummi Wakes am Start. Man nennt mich nicht umsonst unter meinen Kollegen Gummi Wakes, Digga. Legendär, ey. Ich liebe euch, Chat. Ich kann mit euch einfach. Ich finde das so heftig, ne? Guck mal, wie ich mit euch rede. Ich rede mit euch so wie mit meinen Kollegen. Ich schwöre es nicht. Ist so. Fakt. Punkt. Aus. Ende. Ja, egal. Scheiß drauf. Ich finde so bei manchen FIFA-YouTubern. Und nicht FIFA-YouTubern. Bei manchen YouTubern. Die sind so verklemmt, Digga. Die nehmen das viel zu ernst, dieses Game hier. Die denken, ah, wenn das ein Partner sieht. Hier, da. Junge, ich bin Gummi Wakes, fertig. Wenn ein Partner nicht mit mir zufrieden ist, so, wenn ich das sage, das ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja nicht was Gutes. So, Digga, deswegen, ich nehme da kein Blatt vorm Mund hier in meinen Streams. Ich hoffe, ihr feiert das, dass ich da immer so offen bin und einfach meine Fresse aufmache. Boah, Zuschauer von Schwester. Das war schon eine Story, ne? Das war schon eine Story. Die oder das Nutella, wie sprichst du es? Die oder das Nutella? Ich sage immer, gib mal Nutella. Gib mal das Nutella, gib mal die Nutella. Das Nutella, wenn dann. Ja, wenn ich Artikel benutze, dann gib mal das Nutella. Gib mal das Glas. Wegen Glas. Ja, dann sage ich, glaube ich, das. Aber ich glaube, ich sage einfach ohne Artikel. Gib mal Nutella. Da mache ich auf Aslo. Bruder, gib mal Nutella. Na, ich sag immer ohne Artikel. Hast du Nutella? Ich sag immer ohne Artikel Nutella. Für mich gibt's bei Nutella kein Artikel. Die Nutella, gib mal die Nutella. Ihh, wie hört sich das denn an? Welche Farben hatten deine Schulfächer? Bro, Reezy, du kommst mit kranken Fragen. Aber juckt das überhaupt irgendjemanden? Welche Farbe hatten eure Schulfächer? Fangen wir an bei Mathe. Was für eine Farbe hatten eure Mappen? Mathefarben. Welche Farbe hat eure Mathe-Mappe? Bei mir blau. Mathe war immer blau. Mathe war blau, das war auch meiner meistgehasstestes Fach. Gelb war euer Mathe? Gelb war bei mir immer Bio. Bio ist bei mir gelb. Immer. Bio war bei mir immer gelb. Was für gelb Mathe? Wie lost seid ihr denn? Also was ist das denn, Digga? Nee. Hör mir auf, mit gelb Mathe, Bro, das ist zu lost. Also Mathe ist blau, fertig, Punkt aus Ende. Bio war gelb, habe ich jetzt schon gespoilert. Bio war bei mir immer gelb. Geo war bei mir immer grün. Gelb, Englisch? Gelb, Englisch war bei mir immer orange. Ja, Englisch war bei mir immer orange. Blau, siehst du mal, guck mal, Chat, ganzer Chat schreibt, blau ist Mathe. Du bist der Einzige, der lost, der gelb Mathe sagt, Dadger. Wie lost kann man sein? Gelb, Englisch, ne, bei mir war orange Englisch. Bio ist grün, Bio ist gelb, Geo war grün, Geografie, Englisch grün, der ist absolut lost, der Typ ist absolut tot, Digga, der ist so lost, Mann, der sagt Englisch grün, wie kann man denn so verpeilt sein? Hast du Abi? Ja, ich habe Abi. Chemie, was war denn Chemie bei mir? Chemie, weiß ich gar nicht. Chemie war, glaube ich, schwarz oder so. Was gibt's denn noch? Deutsch war immer rot, naja, ich glaube, darüber müssen wir uns nicht streiten. Deutsch ist rot, oder? Ist Deutsch rot, Chat, oder was ist Deutsch? Ja, Deutsch rot, ich sehe schon im Chat gerade. Deutsch rot, okay, darüber muss man, glaube ich, muss niemand sich streiten. Ich glaube, Deutsch ist klar, rot, fertig, Punkt aus Ende, darüber muss niemand reden. Deutsch, halt die Fresse, Rose. Rose ist Untermensch.
Er sagt Deutsch, blau, du bist ein Hund. Wenn das war's, bist du ein Hund. Fertig. Oha! Hier sagen gerade ehrlich welche Deutsch, blau. Ich muss kurz meine Freundin fragen, die ist gerade gekommen. Hallo? Geht's dir gut? Ich muss dich jetzt was fragen. Komm mal kurz zur Tür. Bitte. Ich frag dich jetzt Schulfächer. Mach mal auf. Dich frage ich jetzt. Welche? Du sagst mir jetzt deine Mappenfarben, okay? Ja. Was war Deutsch? Was war Mathe? Blau. Ja, danke. Guck, blau ist Mathe. Warte, es gibt noch was. Warte. Englisch? Rot. Rot. Nein, rot ist Deutsch. Egal, tschüss. Danke. Hä, voll komisch, dass es bei jedem unterschiedlich war, ne? Full lost. Deutsch, blau. Ey, das verstehe ich bis heute nicht, wie man das sagen kann. Deutsch, blau, das ist so lost, ne? Das ist so lost. Kunja ist da. Na Leute, egal, scheiß drauf. Ich glaube, ich habe einfach recht. Alles andere, alle anderen Mappenfarben sind lost, sage ich so, wie es ist. Ja, ihr seid alles Jockel. Alle, die andere Farben benutzt haben, sind Jockels. Jockels und Jockel. Fertig. Punkt aus Ende. Damit beenden wir das Gespräch auch. Mehr muss man dazu nicht sagen.